Und ich muss dann auch noch ein neues Profil in den Dings reinmachen, merke ich gerade. Jetzt brauchen wir nicht unbedingt eine Maske am Ende, weil jetzt können wir die nämlich kaputt machen. Es wäre halt nur gut, wenn wir uns von der einen da hinten nicht treffen lassen, weil dann habe ich keine Maske mehr. Weil dem können wir auch aus dem Weg gehen, meine ich mal. Da habe ich schon diesen Dings davon gesehen. Ja, ging doch super. Jetzt mal über die Nitros drüber. Kurz machen. Und da ist der Edelstein. Super! Dann hätten wir das Level auch schon komplett fertig. Ah, eine Stunde nehme ich schon auf. So. Nichts zu sagen. Ich speichere nochmal ab. Danach kommt Sewer or Later. Und mir wird hier langsam ein bisschen kalt. Ich glaube, ich mache nur noch Sewer or Later. Dann mache ich die Aufnahmepause. Und tun dann mal mein komisches Gedöns da, denn ich sein Geschenk wegstellen. Also nicht in mein Zimmer, sondern irgendwo im Keller. Und dann kann ich hier nicht Fenster zumachen und meine Heizung an. Das die Pech Mode Musik. Also schwer tief hier. Ja, das war so klar, dass das passiert. Mit deinem Bunsenbrenner da, was du da auch immer tust. Alles anders. Erst die Kisten kaputt. Ah, nein, das ist der Öse! Und können dann da hinten lang gehen, um durch die Tür zu kommen. Aber nein, ich darf das nicht. Und fängt auch immer dann an, wenn ich gerade hier reinkomme. Wow. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade gedacht, dass die Rolle eine komplette Runde macht. Okay. War das jetzt so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Hier hinten jetzt noch. Och, Junge! Ich müsste eigentlich eine Maske bekommen. Ja. So, ich möchte jetzt gerne wissen, was da unten ist. Mann. Och, das ist doch... Da. Wenn man es so eilig hat, ne? Ja.
einfach aus. Dann eben nicht. Oh, ey, ich krieg da echt die Kotzeritis, wenn ich das hier so gerade ansehe. Wie würde Dennis jetzt sagen, ey, das wäre so viel Luft dazwischen, da wird sogar meine Boxershort zwischen passen. Irgendwie sowas. Bei ihm ist das auch manchmal passiert. Diese Decke auch hier drin, das ist unfassbar. Ich möchte gerne meinen Akku behalten. Ich wusste es! Hier, tschüss. Dafür! Dann sammle ich hier oben lieber die Kisten ein. Edelstein haben wir ja. So, hör auf. Mach Pause. Korrigiere deine Brille oder was du da auch immer tust. Das ist immer ein bisschen unfair hier. Aber wenn ich so hoch springen kann. Sollte das eigentlich kein Problem sein. Das war gut. 10 Kisten hört sich auch ganz gut an. So. Ich bin gesprungen. Ich glaube, den Dings müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ich mag diese Viecher nicht. Wachsen nach, genau. Ah! Und nochmal. Ich könnte auch einfach so durchrennen. Mach ich aber nicht. Hier wären wir nämlich jetzt rausgekommen und hätten die ganzen Kisten hier eingesammelt. Okay, hier ist das Ende. Da wollen wir aber noch nicht hin. Erstmal das hier. Stimmt. Den gab es ja auch noch. Hätte ich ganz vergessen. Ich möchte auch so eine Maske haben. So, jetzt müsste er nur mit seiner Brennerei aufhören. Und da haben wir den anderen Edelstein. Sehr schön. So, dann hätten wir schon die ersten beiden Level in diesem Warp Room fertig. Nummer 12.
Ah, und wir kriegen eine kleine Sequenz wieder. Crash, Gott sei Dank. Ich habe mich in Cortex' Computer eingeloggt und detaillierte Pläne für einen noch besseren Cortex Vortex und eine seltsame Raumstation gefunden. Ich bin mir nicht sicher, aber Cortex versucht... Bla bla bla. So, ich speichere jetzt hier mal ab. Werd dann gleich direkt weiter aufnehmen. Aber ich stelle jetzt erstmal dieses komische Fimo-Zeug hier raus. 43%. So. Ich hoffe, euch hat die bisherige Aufnahme gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.